Freisiedlersee und die private Schifffahrt. Warum mache ich dieses Video? Ich bin jahrelanger Hobby-Skipper mit Charterschiffen unterwegs, Adria und teilweise Mittelmeer, und habe mir gedacht, ist das in unseren Breiten ohne Meeranschluss möglich? Gleich vorweg, ich möchte diese Charter-Turns nicht vermissen und werde sie auch zukünftig durchführen. Jedoch sollte dieses Hobby ein wenig mehr sein, als wie vielleicht zweimal im Jahr einen einwöchigen Turn zu machen. Und darum habe ich mich mit dem Neusiedlersee und der privaten Schifffahrt am Neusiedlersee ein wenig auseinandergesetzt. Und habe leider feststellen müssen, dass es Naturfilme über den Neusiedlersee gibt, über die private Schifffahrt am Neusiedlersee eher wenig. Aber auch die Ausstattung und die Möglichkeiten der Schiffe am Neusiedlersee waren mir bisher nicht wirklich bekannt. Und auch da ist die Information eher nicht so, wie man es sich vorstellt. Ich habe mir gedacht, wenn ich mit dem Ganzen anfange, werde ich jetzt ein Video produzieren. Das heißt nicht ein Video, sondern es wird mit mehreren Videos einfach den Werdegang darstellen, welche Erlebnisse ich dabei habe, welche Informationen ich bekommen habe, welche Informationen ich bekomme, welche Erfahrungen werde ich haben. Und ich werde keinen Werbefilm über den Neusiedlersee oder über irgendein bestimmtes Segelboot hier produzieren. Ich werde einfach die Wahrheit über diese ganze Situation darstellen. Für alle, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, eventuell auch am Neusiedlersee mit einem Schiff zu fahren, beziehungsweise auch allen Interessenten, was bietet das Ganze, welche Nachteile hat es, aber auch welche Vorteile hat es. Somit wird dieses Video oder diese Videos, die in mehreren Teilen mich begleiten sollen, und zwar von der Idee bis das Schiff ins Wasser kommt und vielleicht darüber hinaus, einfach die Problematik, aber auch das Positive einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Somit ergibt es sich, dass es hier zwei Dinge gibt, die bei der ganzen Sache wesentlich sind. Das eine ist eben, wir fahren nicht am Meer, sondern wir fahren auf einem österreichischen See, sprich den Neusiedlersee. Das heißt, es wird Informationen über die private Schifffahrt am Neusiedlersee geben, aber auch das andere Thema, wie sind die Schiffe am Neusiedlersee, was gibt es hier für Möglichkeiten und in welche Richtung entscheidet man sich, was man denn eigentlich tun möchte. Dazu vielleicht einmal die Information, was möchte ich tun. Wie schon vorab gesagt, ich kenne die Situation, Turns, Adria oder Mittelmeer zu fahren, und wir haben die Turns immer so gestaltet, dass es eigentlich eine Rundfahrt ist. Das heißt, wir fahren von einem Stützpunkt weg und kommen nach einer Woche auf diesen Stützpunkt wieder zurück und haben uns im Vorfeld natürlich immer einen Plan gemacht, wo wollen wir hin, was wollen wir sehen. Das heißt, es bezieht sich nicht nur jetzt irgendwie schnell im Wind über das Wasser zu fahren,
sondern es geht eigentlich darum, mit dem Schiff eine andere Lokation zu erreichen, eventuell dort Besichtigungen durchzuführen oder auch irgendwelche Aktivitäten und dann wieder mit dem Schiff weiterfahren. Das ist auch die Intention in Bezug, was ich am Neusiedlersee machen möchte. Ich möchte das als Freizeitdomizil, das sich am Wasser bewegt, zum Neusiedlersee. Der Neusiedlersee, hinlänglich bekannt, ein Steppensee im Osten von Österreich. Meine Information ist, es liegen dort ungefähr 3500 private Schiffe in den verschiedensten Marinas. Und dieser See hat für mich einmal einen geografischen Vorteil. Ich selbst bin in Machfeld, also im Speckgürtel von Wien, zu Hause und ich kann mein Hobby eigentlich relativ einfach ausüben, denn mit dem Auto brauche ich gerade eine Stunde, um am Neusiedlersee zu stehen. Man muss bedenken, manche fahren täglich eine Stunde in die Arbeit. Also es ist eigentlich, kann man sagen, leicht erreichbar, jederzeit erreichbar und somit ist dieser Aufwand, irgendwo ans Meer zu fahren, wenn man dort vielleicht ein Schiff hat oder ein Schiff chartert, wesentlich geringer. Das heißt, man braucht es eigentlich kaum planen. Einfach ins Auto setzen und auf sein Schiff fahren. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt gewesen bei meiner Entscheidung, die Nähe der Freizeiteinrichtung. Lange Anfahrten haben meistens den Nachteil, dass man diese Freizeitaktivität relativ selten ausführt. Wenn die Freizeitaktivität in der Nähe ist, ist das relativ einfach zu erreichen. Ich habe mir dann den See ein wenig intensiver angeschaut und, ja, und bin dann auch ein wenig auf die Suche nach Seekarten gegangen. Gibt es sowas überhaupt? Und siehe da, das gibt es. Abgesehen davon, dass es eine Seekarte vom Neusiedlersee gibt, ist der Neusiedlersee wie viele Binnenseen einfach in der Open Sea Map vorhanden, mit den ganzen Marinas, mit diversen Buchten oder sonstiges. Und das war einmal eine positive Überraschung für mich. Das heißt, das ist nicht irgendwo ein Wasserfleck auf einer Landkarte. Weil bisher habe ich geglaubt, es gibt nur Seekarten vom Meer. Nein, ich habe mich getäuscht, es gibt es auch vom Neusiedlersee. Das Zweite, was auch sehr interessant an diesem Neusiedlersee meiner Meinung nach ist, er ist unheimlich naturbelassen. Es gibt ihm ja einen breiten Schilfgürtel, der durch liebliche Weinorte rundum besiedelt ist, die übrigens alle auch eine Marina betreiben. Und somit befindet man sich wirklich in der Natur. Irgendwelche Gebirgsketten oder sowas sieht man natürlich am Neusiedlersee nicht. Ja? Also es ist ein Steppensee und relativ seicht. Und in Bezug auf den Wasserstand kommen wir dann später noch zum Schiff, das eine gewisse Ausstattung haben muss, um so einen Steppensee überhaupt zu befahren. Die Marinas sind relativ einfach. Aber eben sehr naturbelassen. Ich habe mich dann bei einer Besichtigung von so einem Schiff
in die Marina Jois begeben. Dort gibt es das Gasthaus Seejungfrau. Und siehe da, das ist eigentlich schon ein wenig mehr in Österreich. Weil zwar alles kleiner und einfacher, aber Marina mit Sanitärausstattungen, einen netten Gasthaus direkt am Wasser, eine Steganlage, wo die Schiffe praktisch liegen können. Also eigentlich Adria in Kleinformat. Sehr positiv, das zu sehen. Wir werden sicherlich künftig in weiteren Videos noch sehr oft auf diesen See zu sprechen kommen. Derzeit kann ich eigentlich nicht viel mehr Auskunft geben, als was ich jetzt gesehen habe und was ich eben auf Seekarten gesehen habe. Wie gesagt, es gibt einige Marinas und man kann sogar nach Ungarn fahren und dort gibt es auch eine Marina. Ja. Vielleicht zu den Abständen, was man auch ein wenig unterschätzt. Ja. Also wenn ich jetzt von Neusiedl nach Mörbisch fahre, ja, dann ist das nicht so ein kurzer Sprung auf einen Kaffee, sondern mit einem Segelschiff ist es unter Umständen ein Tagesausflug, wenn man nach Mörbisch fährt. Und natürlich muss man das Ganze ja noch wieder zurücklegen. Was ich auch gesehen habe, es gibt so Schilfbuchten oder so, wo auch Schiffe vor Anker liegen. Ja, es hat ein wenig etwas mit dem zu tun, was ich bisher mehr gemacht habe. Natürlich alles ein wenig kleiner, aber dafür auch wesentlich einfacher. Zum Schiff. Wenn man jetzt so ein Schiff hernimmt, dann sollte man sich, wie ich es ja schon vorab gesagt habe, aber überlegen, was will man denn eigentlich tun? Es gibt wahrscheinlich super Rennschiffe, die über den See flitzen, aber überhaupt keinen Komfort haben. Es gibt, was ich auch gesehen habe, Katamarane, die sage ich mal, für den Tagesausflug sicherlich nett sind, aber, und das hat mich eigentlich überrascht und hat mich dann eigentlich bei meiner Entscheidung sehr stark beeinflusst. Es gibt Schiffe am Neusiedler See, auf denen man wohnen kann. Hätte ich nicht gedacht. Für mich war ein Segelschiff, ich sage mal, zumindest 30 Fuß, aber eher darüber 40, 45 Fuß, mit Achterkabinen, Bugkabine, Küche und so weiter und so fort. Und ich habe mir dort ein Schiff angeschaut, 26 Fuß, extra für den Neusiedler See adaptiert. Das heißt, einen Tiefgang von mindestens 35, maximal 50 cm. Das wird dadurch erreicht, dass man in den Schiffsrumpf praktisch Ballast einlaminiert und dadurch diese Schwerttiefe, die ein Segelboot benötigt, nicht benötigt. Bin dann auf dieses 26-Fuß-Schiff gegangen. Es handelt sich um eine Vico S26.
und war mehr als positiv überrascht. Niedergang wie bei einem klassischen Segelschiff. Ich war natürlich schon ein wenig vorbelastet, weil ich mir vorher im Internet solche Dinge angeschaut habe. Es gibt eine Achterkabine. Es ist tatsächlich so, dass auch bei einem 26 Fuß eine Achterkabine mit einem schönen Doppelbett vorhanden ist. Es gibt einen Sanitärraum, der mit Waschbecken, Toilette und so ausgestattet ist. Es gibt eine kleine Küche. Es gibt eine Sitzgarnitur und es gibt eine Bugkabine mit einem Doppelbett. Sehr, sehr positiv überrascht. Das bedeutet genau das, was ich möchte, wenn ich heute auf den Neusiedlersee fahre und ein paar Tage dort bleiben möchte, dann kann ich auf dem Schiff wohnen. Ohne wirkliche Einschränkungen. Die Küche mit Abwasch, mit Kochgelegenheit. Es gibt alles, was es auf einem 40, 45 Fuß Boot genauso gibt. Hier einfach ein wenig kleiner, aber sehr intelligent aufgeteilt. Das heißt, man hat sich wirklich Gedanken gemacht, dass jetzt ein Bett trotzdem ein Bett bleibt. Eigentlich toll. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, was kostet denn das Schiff oder so ein Schiff? Und ja, und habe mich mit dem Vertreter von Wiggo in Österreich, in Jois, getroffen. Und wir haben eben so ein Schiff in Natura besichtigt. Und hier gibt es sicherlich einiges, was auch für die Zuseher meiner Videos künftig sehr interessant sein wird. Denn so ein Schiff ist nicht so wie wenn man sich jetzt ein Auto kauft. Liegt einfach daran, dass die Gestaltung des Autos zum Beispiel mit Sonderausstattungslisten und was weiß ich, was alles gibt, super Prospekte und so weiter und so fort, das ist beim Schiff nicht mehr so. Ja? Man ist ein Eigner und man gestaltet sein Schiff und dieses Schiff wird in einer Werft gebaut. Natürlich gibt es gewisse Vorgaben. Logischerweise, es ist ja nicht einfach nur ein Wohnraum, sondern es ist ja ein technisches Gerät, das soll ja, mit dem soll man ja fahren können am Wasser, mit dem soll man segeln können und so weiter und so fort. Also, es gibt natürlich die klaren Vorgaben, aber doch ist es so, dass es hier ein Schiff gibt. Und wie das Schiff in Zukunft ausschaut, das entscheidet der das Schiff kauft. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt, ich habe einen Traktor gekauft. Ja, und der hatte keine Räder. Ja, das klingt jetzt so blöd, ja, aber ein Traktor ist einfach eine Maschine. Und die Räder beziehen sich auf das, was man mit der Maschine machen will. Fährt man damit in den Weingarten oder fährt man damit auf den Golfplatz? Ist auf der Mittelspindel ein Rasenmäher montiert oder am Heck ein Streugerät und an der Front eine Schneeschaufel oder eine Baggerschaufel? Ein Traktor wird dann so gebaut für den zukünftigen Einsatzort.
Ich sage mal, das ähnelt ein wenig dem Schiff. Es gibt hier ein Grundkonzept, ja, und dieses Grundkonzept muss man dann adaptieren auf das, was man machen möchte. Und darum ist es auch bei der Preisgestaltung nicht so einfach. Da gibt es ein Grundschiff. Dieses Grundschiff ist von der Preisgestaltung noch relativ easy. Aber was das Schiff dann kann oder wie das Schiff dann ausgestattet ist, da gibt es einfach Unterschiede. Ich habe mir diese Möglichkeiten angesehen, ich habe da eine Liste bekommen, welche Möglichkeiten es gibt, habe die Liste durchgearbeitet und habe mir einfach gedacht, was hätte ich gerne. Vielleicht aus Kostengründen, was muss man nicht sofort haben, aber sollte irgendwann möglich sein. Und Dinge, die man hätte oder gerne hätte, nachträglich nicht mehr so einfach möglich sind. Und aber trotzdem Dinge sind, die, wenn ich auf mein Schiff gehe, ich möchte nicht in ein paar Jahren auf das Schiff gehen und sagen, ach, das hätte ich so gerne gehabt und habe es damals nicht genommen. Das heißt, diese Zusammenstellung des Schiffes, wie es künftig aussehen soll, was es künftig können soll, das ist jetzt bei der Produktion des Schiffes ganz wesentlich. Ja. Ich werde in einem weiteren Video dann darauf eingehen, was ich an Zusatzdinge am Schiff bestellt habe, was dieses Grundschiff kann, was das Grundschiff kostet und so weiter und so fort. Denn dieses Video sollte jetzt nur mal der Einstieg sein für die künftigen Videos, die dann, wie schon vorab erwähnt, eigentlich mich begleiten von der Entscheidung eigenes Schiff, von der Entscheidung Neusiedlersee und wie wird es mir jetzt ergehen. Diese Videoserie wird sicherlich ein wenig dauern, denn auch das ist ein interessanter Aspekt. Also ich habe das Schiff vor wenigen Tagen oder vielleicht 14 Tagen bestellt. Und Plan ist es, dass das Schiff im März 2021 nach Österreich kommt. Es wird in einer polnischen Werft produziert, an der deutschen Grenze, in der Nähe von Düsseldorf. Und allein das zeigt mir eigentlich schon, hier dürfte nichts wirklich vorproduziert sein, weil diese Länge von der Bestellung bis in März, ja, zeigt mir, das Schiff wird von null jetzt gebaut, so wie ich es möchte, so wie ich es bestellt habe. Und auch da ist es ein wenig, sagen wir mal, noch nicht ganz klar für mich, wie sich das jetzt entwickeln wird. Habe vor kurzem einen Anruf bekommen, dass es bei gewissen Holzarten bei der Innenausstattung zu Verzögerungen kommen könnte. Und noch einmal, wir haben heute den 26. Oktober 2020 und eigentlich Ziel wäre März 2021. Und wenn jetzt irgendeine Holzart, die mich nicht betrifft, aber eine bestimmte Holzart nicht zur Verfügung steht, dass man dann den Termin März 2021 nicht einhalten kann, zeigt eigentlich, dass das Schiff von null, von nichts, ja, außer von der
Konzeption eigentlich für den Eigner gebaut wird. Und diese Videoserie begleitet mich und dadurch euch, dass ihr seht, wie funktioniert das. Ich werde euch dazwischen immer wieder informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Und wie ist dann das Ergebnis? Was kommt dann da wirklich im März am Neusiedlersee an? Was ist dann noch zu tun? Und natürlich sollte es dann die Krönung sein, wenn dieses Schiff das erste Mal den Hafen verlässt. Aber dort sind wir noch lange nicht. Ich hoffe, ihr habt Interesse an diesen Videos. Dann bis zum nächsten Mal.